Hi Leute, heute bewerten wir Schuhe. Fangen wir an mit Balenciaga oder wie auch immer das heißt, ja. Die Schuhe bestehen nur aus Stoff bis unten. Das gibt's in verschiedenen Farben, sogar in Pink, Braun und sonstiges. Vielleicht auch Blau, aber Leute, nein, also es sieht nicht gut aus. Das würde ich nicht freiwillig tragen, aber 2 von 10, weil es gibt noch tausendmal schlimmere Schuhe, obwohl die schon echt schlimm sind. An die Leute, die es tragen, ich mag euch trotzdem, ja. Und es ist auch kein Hate an euch, aber ich finde die Schuhe so schlimm. Nein, danke. Machen wir weiter mit weißen Schuhen, die auch etwas schwarz sind und 2 Rollen haben. Ich finde die cool. Ich wollte schon öfters mal solche Schuhe, weil so, wenn man jetzt einfach so spazieren will, aber trotzdem mal fahren will, dann sind Inliner oder halt Rollschuhe nicht das Richtige, sondern man will einfach normal gehen. Aber auch mal fahren, dann will ich schon diese Schuhe haben wollen. Und es ist manchmal bei mir der Fall halt. Und wenn man es halt nicht so viel trägt, dann sind die Schuhe sehr gut. Und deshalb, ich stelle mir das kompliziert vor, aber ist gut, 8 von 10. Die nächsten Schuhe sind so schwarz und so, ich sag jetzt schon No-Go, 1 von 10. Es tut mir leid, und die Leute, die es tragen, ist es nicht mein Style. Ein No-Go. Ein Double No-Go. Hier sind einmal so schwarze Schuhe. Ich finde sie ganz okay. 8 von 10 würde ich tragen, wenn ich ein Kleid oder einen Rock trage. Weil es würde einfach gut zusammenpassen dann. Und sonst sieht das auch wie so Schuhe für die Schule von Japan, China, Korea, wie auch immer, was auch immer. Ja, keine Ahnung. Und ich wollte nur mal sagen, Deutsche tragen langsam auch Schuluniform. Und seit 2 Jahren streiten die Leute, ob Uniform oder nicht. Die Louis Vuitton Schuhe. Ja. 6,5 von 10 ist jetzt nicht so meins. Ich brauche die Sterne und so teure Marken auch gar nicht. Und auch nicht diese Blume oder was das da ist. Das brauche ich alles nicht. Und ich finde, das Schwarze hinten sieht auch blöd aus. Und diese Noppel unten, also. Nee, ich mag mehr so flach, aber ich mag auch mehr so eher weiß, aber egal. Also ja, 6,5 wie gesagt. Machen wir mit den Sockenschuhen oder was das auch immer für Schuhe sind weiter. Darunter hat man gar nichts an. Ist ja auch logisch, weil sonst passen die Zehen gar nicht da rein. Ist nicht meins, es sieht so scheiße aus. No hate jetzt an Leute, die es tragen, aber nee. 1 von 10, minus 1000 von 10. Nee. Nee, danke. Machen wir mit den Bananaschuhen von den Minions weiter. Ja, lustig, von Geburtstag oder so, bei Minions, also 3 von 10. Es gibt schlimmere, haben wir gerade gesehen. Es gibt aber auch schönere, das haben wir auch schon gesehen heute, ne? Ist jetzt kein No-Go, würde ich aber nicht freiwillig anziehen wollen. Also als nächstes so Oreo-Eis-Hackschuhe. 5 von 10 würde ich mir aufstellen oder zu Geburtstagen anziehen, wo man Eis nur isst oder einfach sommermäßig irgendwas macht. Drinne halt würde man das anziehen, also ich halt, aber sonst so nicht. Aber ich finde halt Hackschuhe generell cool, aber sonst ja, nee. Als nächstes die Schuhe. Ich finde die wie geil. Und das ist auch mit Rädern. Und ja, ich würde sagen 6,5 von 10. Weil die sind lustig aus. Und die sind okay, wenn man jetzt nur fahren will. Beim Strand oder so. Das ist auch cool. Oder in der Stadt oder generell. Aber jetzt nicht so privat oder so. Also ich weiß nicht, aber das sieht cool aus. Okay, würde ich mir irgendwie noch holen. Das hat auch so Rollen wieder. Ich habe keine Ahnung. Leute, 1 von 10 meinte ich. Wer trägt sowas und so meint ihr das ernst? Leute, nee. Ich weiß echt nicht. Nee, einfach nicht. Also, wer weiß, was das ist, der weiß es. So, man geht ein Schuhe, verrückte Schuhe und random kommt sowas. Was
diese Person sich wohl gedacht hat, dass sie auf die Idee gekommen ist oder was sie gemacht hat, will ich nicht wissen, aber es geht einfach noch ein Ticken schlimmer. Was ist das für eine Welt, Alter? Was soll ich dazu sagen? Nee, Leute, tschüss.